Vor nicht allzu langer Zeit haben wir Gelsenkirchner eine wichtige Persönlichkeit verloren. Timurcin Davras ist im Alter von 86 Jahren, der wie kaum ein anderer für das Zusammenlegen in Gelsenkirchen stand, verstorben. Als Leiter des Kommunalen Integrationszentrums, merken Sie sich den Namen Kiege, und Integrationsbeauftragter der Stadt Gelsenkirchen, war ich sofort dafür, den leider im Mai verstorbenen Timurcin Davras in einer Veranstaltung zu gedenken und zu würdigen. Schon seit Wochen frage ich mich, ob unsere Zusammenkunft aus Sicht von Timurcin Davras nicht etwas ist, was ihn sehr erfreuen würde, wenn die Menschen, die ihn schätzen, die ihn gerne haben, mit ihm diskutierten und auch stritten, sich treffen und ihn gedenken. Und es gibt auch etwas, was mich mit ihm, ja, und ich glaube ideologisch auch, verbindet. Und ich könnte das so kurz zusammenfassen: nicht nur reden, sondern tun. Er hat eigentlich den Menschen gezeigt, dass man durch sein eigenes Tun etwas für Integration tun kann, sich einbringen, was für ihn selbstverständlich war. Stets hat er gezeigt, dass, was man tut, dass das Integration ist. Er war immer auf Achse, stetig aktiv, immer auf der Suche nach Antworten, eigentlich darauf, wie die Menschen besser zusammenleben können. Wie man die Widersprüche im Menschen, die Wirrnisse in der Politik und in der Gesellschaft erklären kann. Er interessierte sich so selbstverständlich für alle Kulturen dieser Welt, besuchte gerne und oft interkulturelle Veranstaltungen. Und ich glaube, er nahm begeistert neue Eindrücke aus diesen Veranstaltungen mit, um sie gleich auch zu verarbeiten in seinen Werken. Sein Wirken, seine Arbeit in vielen Zusammenhängen und Gruppen, seine Begegnung und seine Gespräche mit unterschiedlichsten Menschen machten ihn schnell zu einem festen Bestandteil der Gelsenkirchener Literaturszene, der Gelsenkirchener Kultur. Seinem Leben in Gelsenkirchen und seinen Werken merkt man, ich glaube, deutlich an, dass er sich eigentlich nie als Fremder gefühlt hat. Und ich glaube, dass Fremder für ihn auch ein Fremdwort war. Timurcin Davras war ein Weltbürger, der in Gelsenkirchen einen Lebensmittelpunkt gefunden hat. Mit Timurcin Davras und seinem Engagement, seinem Tun und seiner Offenheit für andere Kulturen und Menschen hatte Gelsenkirchen einen wertvollen Weltbürger, der uns mit seinen Werken begleiten wird.